Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Unser guter Gage hier möchte mit uns quatschen und den Gefallen werden wir ihm doch gleich erweisen. Ich weiß, du bist ziemlich beschäftigt, aber lass mich hier nicht hängen. Natürlich nicht. Was ist denn los? Alles okay? Nur zu, natürlich. Vielleicht später. Natürlich können wir quatschen. Natürlich. Was gibt's? Ich wollte nur sagen, die ganze Sache mit Coulter. Wir haben ja schon drüber geredet, aber das könnte ja zwischen uns stehen, oder? Ich meine, ich habe mich gegen den Overboss gewendet. Wer weiß, ob das nochmal passiert. Boah, hoffentlich nicht. Da muss ich ganz schön scheiße sein, ne? Kann man ja nicht wissen. Schlechtes Gewissen. Der Gedanke ist mir gekommen. Du würdest mich nicht verraten. Bescheiß mich nicht. Ach Quatsch, der verrät mich schon nicht. Keine Sorge, Gage. Ich glaube, du würdest mich nicht verraten. Okay, gut. Also, Coulter war ein Stück Scheiße. Das habe ich dir ganz klar gesagt. Aber das ging alles auf meine Kappe. Ich habe ihn überhaupt erst dazu gebracht, Overboss zu werden. Ja, mein Gott, na, woher sollst du das vorher wissen? Kein Mensch oder selten ist jemand in der Lage, einen Menschen innerhalb von ein paar Stunden oder so gründlichst zu durchschauen, sag ich mal. Warum Coulter helfen, sarkastisch. Wir alle machen Fehler, du hast das gleiche mit mir gemacht. Ich Na, wir warte. Alle machen Jeder Fehler. Jeder macht Fehler, Gage. Jo. Anscheinend war er deiner. Ja, denke schon. Damals dachte ich, Coulter wäre der Richtige für uns. Groß, stark, hat sich von keinem was gefallen lassen. Die Banden haben ihn gefürchtet und respektiert. Und er hat mir zugehört. Ich habe ihm mit all meiner Erfahrung geholfen. Aber er war stur. Ließ sich den Scheiß zu Kopf steigen. Hatte sowas schon mal erlebt. Aber er war einer der Schlimmsten. Hast du das schon mal gemacht? Sarkastisch, du könntest die Führung übernehmen. Mach deine Drecksarbeit selbst. Na, eigentlich. Ich meine, er hat Köpfchen und so, der könnte glatt selber Chef werden, ne? Scheint, als wärst du recht intelligent. Du hättest auch selber die Führung übernehmen können. Nein, ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Mit den Jahren habe ich eins gelernt. Wenn man das Sagen hat, hat man auch die größte Zielscheibe auf dem Rücken. Ob dir eine andere Bande dein zusammengekratztes Zeug stehlen will oder irgendeine Flasche denkt, sie hätte mehr drauf als der Boss. Es gibt immer und immer wieder Leute, die gegen dich arbeiten. Dieses Ziel will ich nicht sein. Aber wenn ich direkt hinter dem stehen kann, der das Sagen hat, ist das okay für mich. Wenn er mir zuhört, kann ich die Dinge in eine für mich und die anderen gute Richtung lenken. Alles klar. Worauf willst du hinaus? Sarkastisch klingt pragmatisch. Du kannst mich nicht manipulieren. Worauf willst du hinaus? Blöd fragen. Worauf willst du damit hinaus, Gage? Scheiße, Boss. Ich bin in sowas nicht gut. Du bist nicht wie Coulter. Darauf will ich hinaus. Du bist nicht wie die anderen Raider, mit denen ich zu tun hatte. Bisher bist du ein verdammt guter Overboss. Oh. Und es macht Spaß, mit dir unterwegs zu sein. Oh. Ich meine nur, ich bin echt froh darüber, dass wir ein Team sind. Okay, scheiß drauf. Du weißt, worauf ich hinaus will. Gehen wir los. Jawohl, Kumpel. Sehr gerne. Oh, ha, ist das nicht schön. Und das, ist es jetzt in der Früh? Ich glaube, es wird morgen. Ach, so schöne Worte gleich so in der Früh zu bekommen, ist doch was Tolles, oder? Lassen wir uns das mal für eine Sekunde, ne, auf uns beruhen da. Oh, nett. Jedenfalls, ich habe unseren Schrott endlich mal weggebracht und wollte eigentlich noch unsere Powerrüstung reparieren. Und dabei hat mich der gute Gage angesprochen. Und ich wollte das euch auf keinen Fall vorenthalten. Ist ja niedlich doch, der Kerl, ne? Ich finde, er ist der sympathischste Raider überhaupt. Nach uns natürlich. Nein, Spaß. Also der Typ gefällt mir auch gut. Charakterlich. Natürlich sind wir mit Hancock liiert, ne? Also von dem her, Hancock kann keiner, ne, was ankommen, bringen, tun, machen, anstinken, wurscht. So, ich möchte nochmal zurück zu diesem komischen Dingens da. Da oben habe ich noch was hingeschmissen, also hingelegt, eingepackt, gelagert an Teilen. Die nehme ich mal mit. Das ist, glaube ich, nicht so viel. Das ist ein bisschen ein Schrott. Möchte da oben noch das Gebiet fertig machen. Da haben wir noch scheinbar noch ein, zwei Orte zu entdecken, so wie es ausschaut. Und möchte dieses Gebiet unbedingt dem Rudel geben. Ich finde, das passt besonders gut, da es auch eine Kampfarena dabei hat.
Und wir haben ja gesehen, wie gern diese Menschen, diese Raider gerne kämpfen, vor allem Hunde kämpfen lassen. Ja, und so können sie auch eben Roboter kämpfen lassen, wenn sie möchten. So, wir sind hier. Ich habe das, glaube ich, da drüben. Wo habe ich das hingeschmissen, hingetan? Ich glaube, hier rein. Jawohl. Sehr gut. Seht ihr, es ist nicht viel. Es ist, glaube ich, tragbar. Man Ich kann hoffe es wohl halt. alles verwenden, aber das? Ja. Ich weiß nicht, Boss. Wirklich, da kann man echt Bitte geile Sachen verzichten draus Sie im bauen. Gorilla-Haus darauf, unsere Primaten mit unhöflichen Gesten zu provozieren. Ja. Vielen Dank. Ja. Wir sind da lang gegangen das letzte Mal, haben hier noch ein paar Roboter zur Strecke gebracht. Und ja, wohin als nächstes eigentlich? Da vorne wäre so ein Pünktchen zum Erkunden, das da denke ich mal. Ich Darum war, genießen Alter, schreck mich nicht so. Sie Also würde ich sagen, wir machen uns gleich auf den Weg dorthin. Luca Orange oder Luca Cherry. Jetzt Ja. an allen Verkaufsständen im Park erhältlich. Luca Cherry. Es ist echt, ja, ne? Also Sorten haben die genug. Ich glaube, da ist für jede Geschmacksrichtung irgendwas dabei, glaube ich. Coca-Cola-Fläschchen ein paar. Sehr gut. Oh, das gibt schönes. Alter, wie die. Na, unglaublich, wie die gestorben sind. Da gibt es echt haufenweise Schrott für uns. Ich freue mich schon wieder aufs Siedlung ausbauen. Muss ich übrigens auch was gestehen. Ich war eine böse Zocki, wieder einmal. Als ich zu unserem Starlight Drive-In gereist bin, kam mir die Meldung, dass der Slog, das ist auch eine Siedlung, wisst ihr noch, mit den ganzen Ghoulen, dass die also, ja, die brauchten Hilfe. Sonst die Moral war schon unterm Hund und die wollten einfach ein bisschen Wasser und Schutz haben. Und so habe ich mit dem Schrott, was wir mitgebracht haben oder gesammelt haben, habe ich gerade so notdürftig, ja, dort, wo sie ach, was waren das schnell für Beeren? Eben in diesem Swimmingpool haben sie ja Beeren angepflanzt. Und dort habe ich so ein Wassertank-Dingens hingestellt mit einem Generator, damit sie dort Wasser haben. Das hat mehr als genug gereicht. Und noch obendrein habe ich ein paar dieser Wachdinger da aufgestellt. Ihr wisst schon, ne? Diese, so wie da hinten eben, die da aufgestellt, gleich 4 Stück. Gleich 4. Alter, was bist denn du? Gleich 4 Stück und das reichte vom Schutz her. Wir haben Gesellschaft. Jetzt bist Alter, was bist denn du für ein Viech? Blutwurmlarve, das ist ja ekelhaft. Den ganzen Tag machen. War, es gibt da Viecher, das ist ja nicht. War das mal ein Regenwurm? Keine Ahnung. Na, ist eine Larve, stand ja. Ekelhaft. Jedenfalls Danger Bloodworms. Ach du Scheiße. Und die Musik ist wieder toll. Zum Sterben. Jawohl. Leuchtender Blutwurm. Da habe ich ja wieder was angerichtet, ne? Gratuliere, Alex. Super. Oh, den hat's trist. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wa. Alter. Ist der schon hin? Hat der Punkte gegeben? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe doch. Wahrscheinlich habe ich zu wenig drauf geballert. La. Da waren jetzt 2 Sachen zum Entdecken. Einmal was Großes und dann, denke ich mal, das ganze Gebiet und einmal eben dieser Abschnitt wahrscheinlich. Vielleicht. Auf jeden Fall, jawohl, das wissen wir schon, das sind diese Postkartendinger da, wo eben alles abgebildet ist, wo welches Vergnügungsgeschichtel ist. Ne? Hier haben wir das Ganze nochmal in groß. Jetzt muss ich mal kurz Karte schauen. Oh je. Oh je. Das ist nicht gut. Das ist das neue Gebiet. Ach, herrje. Na, da müssen wir hier nochmal hin. Entschuldigung. Das war meine Schuld. Ich dachte, das gehört noch dazu. Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, Entschuldigung. Wir machen ganz stur dieses eine Gebiet mal fertig.
Und dann gehen wir das nächste an. Ja. Wie gesagt, da eben von allen drei Banden offensichtlich die Händler, also die Unternehmer und die und das Rudel am wenigsten abbekommen hat, dachte ich mir, die bekommen einfach zwei Gebiete und eben die Jünger ein Gebiet. Denken Sie daran, Ihre Preistickets in der Nuka Cade in Nukatown, USA einzutauschen, bevor Sie nach Hause fahren. Das heißt, wir müssten mal hier oben schauen, also hier oben drum schauen. Ui. Eine Rolltreppe, die nicht funktioniert. Was haben wir da? Das schaut auch komisch aus, aber ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Boah, ey, wo soll ich denn da lang? Keine Ahnung. Was wir noch da entdecken dürfen sollen. Das ist ja echt groß hier wieder mal. Spa Porch, Nuka. Oha. Oh, 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 oh. Oh je. Oh je. Oh je. Oh, das war gut. Halt, 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 halt. Was ist denn das schon wieder? Ist das so ein Reinigungspot oder was? Alter, Alter, hallo? Aha, die sind nach draußen. Ich muss schnell raus. Bam. Bam. Und du natürlich auch. Na! Ich habe die Punkte nicht mehr bekommen. Ich war zu langsam. Ist jetzt Ruhe? Nein, da ist noch irgendwas. Möb. Hört man schon wieder. Möb. Ein paar Nuka-Cola-Flaschen. Und die Gelsen fressen mich schon wieder auf. Jawohl, wie es sich gehört. Was? Ah, die sind unterhalb. Okay. Die sind unterhalb. Unten drunten. So, so, so. So, so. Ah, da ist noch was. Nein. Ah, was? Leer? War ich schon so brav? Unbewusst gelootet, eventuell sogar. Vorbildlichst. Ja, ja, bla, bla, bla. Oh, da haben wir noch was. Super, super. Immer schön her mit dem ganzen Schrottilein. Mei, ich freue mich schon wieder, wenn wir wieder bei unserer Siedlung weiterbauen. Da bin ich so motiviert. Besser als immer nur Scheiße anzubauen. Ja, nur, gell? Um irgendwann eine Kugel abzukriegen. Ja. Ich würde dann auch gerne sowieso im Laufe der Zeit, ich meine, das LP wird wahrscheinlich groß, größer, am größten. Vielleicht schaffen wir sogar 300 Barts, keine Ahnung. Wenn es euch denn gefällt, auch möchte ich ja selbstverständlich gerne auch die anderen Siedlungen nach und nach ausbauen, die großen halt, ne? Die kleinen, wenn es nicht Muss ist, so Farmen und so. Man kann sicher hier und da mal was Schönes machen, aber ich denke mal, die sind schon zufrieden. Wenn sie nicht mehr zufrieden sind, können wir dann eh noch was machen. So, nein. Die war verrostet. Ja, genau. Das war die eine, die verrostet war. Sie bestand nämlich aus einem billigen Material. So. Ja, nochmal Nuka Cade Tickets. 850 Tickets. Ist ja gefallen, ey. Bist du gescheit. So, technisches Dokument. Ich muss da echt einmal rauf zu die Paladine, ne? Die würden sich da, also der eine Typ, der wird sich echt freuen über die ganzen, über die diese vielen Infos da, diese technischen. Was haben wir hier? Ausgehende Korrespondenz. GH 700 101 an Peyton Huxley, Geschäftsleitungsassistent von Mr. Brett Burton. Hier ist Benning aus Spart Port Chanuka. Bei den älteren Robotermodellen in der Galactic Zone kommt es zu allen möglichen kleineren Steuerungsfehlfunktionen. Bravo! Auch in der Zukunft funktioniert nichts, ne? Das haben wir schon öfters mal irgendwo gehört, gelesen, gesehen, wie auch immer. Sehr fein. Ich schicke Ihnen einige der Berichte. Bisher war noch nichts Ernstes dabei, aber wenn Star Control jemals die Verbindung zu diesem Robotern verliert, weiß ich nicht, wozu die dann imstande sind. Ich persönlich glaube, dass unsere Hardware, das Software viel zu stark hinterherhinkt, um derzeit alles von Star Control steuern zu lassen. Ich weiß, dass Sie das nicht hören möchten, aber wir müssen die Galactic Zone wirklich schließen und General überholen, bevor es zu einer katastrophalen Fehlfunktion kommt. Bravo! Wir wissen ja schon, ne?
Was wahrscheinlich hier da passieren könnte, nämlich, dass das Ganze wieder mal in die Hose geht. Und zwar grob. Ausgehende Korrespondenz GH 700 243 an John Caleb Brett Purton, CEO der Nuka-Cola Corporation. Hier ist Penning aus, also noch einmal Penning, ne? Aus Starport Nuka, tut mir leid, dass ich Sie direkt anschreibe, Mr. Brett Purton. Aber hier herrscht eine mittlere Katastrophe. Ja, Ihr Assistent kann Ihnen die Einzelheiten sicherlich nennen, falls er das noch nicht getan hat. Mir ist bewusst, dass Projekt Kobalt eine Menge unserer Ressourcen gebunden hat, Entschuldigung. Aber wenn uns nicht bald jemand hilft, könnte das hier außer Kontrolle geraten. Star Control war niemals dafür ausgelegt, so viele Roboter gleichzeitig zu steuern, und wir bekommen ständig Aufträge, zusätzliche und ältere Modelle in das System zu integrieren. Bitte bewilligen Sie meinen Antrag auf neue Mitarbeiter und die Wartungsanfrage so schnell wie möglich. Wahrscheinlich so 3, 4, 5 Monate, 6 Monate, ein Jahr später kommt dann das hier von Ingrid Soberstein, Technikerin in Startport Nuka. Ryan, Mark und ich sind es leid, diese Roboter zu reparieren und sie dazu zu bringen, mit Star Control zu laufen. Das neue System belastet ihre Steuermodule, fix und die Gang, womit einige der älteren Modelle überhaupt nicht klarkommen. Das ist doch wohl logisch, oder? Wir liegen bereits hinter dem Zeitplan zurück und jetzt wollen sie auch noch, dass wir Gruppen bei Führungen durch Star Control beaufsichtigen? Was soll man denn nicht noch alles machen? Boah, ey, immer diese hochgeschädelten Deppen, ne? Wenn diese Sache schneller repariert werden sollen, müssen sie mehr Personal einstellen, Herrschaftszeiten, oder herausfinden, warum unsere Bestellungen nicht bereit bearbeitet werden und auch nicht bereit sind und gar nichts. Herrschaftszeiten. Ich bin da echt narrisch. So. Eingehende Korrespondenz. KLK 00944 von Mark Reismann, Techniker in Starport Nuka. Es sieht so aus, Penning, wenn du... Ja, richtig. Wenn du uns hier nicht langsam ein bisschen Hilfe verschaffst, werde ich morgen kündigen, damit du es gleich weißt, du Zipfelklatscher. Heute sind 6 Einheiten, ja, 6 Einheiten außer Betrieb, für die wir jeweils fast unsere gesamte Schicht zum Reparieren brauchen. Herrschaftszeiten. Ingrid und ich haben 60 Stundenwochen abgerissen, nur damit hier nicht alles auseinanderfällt. Wenn du das nicht hinkriegst, bin ich weg. Ausschluss, basta. Kapisch? Puh. Na, da brennt der Hut, mein lieber Scholli. Da brennt der Hut. Da Deichsel. Ich fürchte, das Ganze hier dürfte sich irgendwie nach einem Konkursgeschichtel anhören, ha? Huh? Wo gehen wir denn jetzt hin? Rauf, runter, links, rechts. Ich würde gerne runterfahren. Wahrscheinlich bin ich dann des Todes. Ha, darum werde ich speichern. Ja, gleich hier, sofort und auf der Stelle. Und bitte runterfahren. Ich zücke auch gleich die Buffen. Na, so nicht. Was? Wie? Das geht nicht. Klumperdreckiges. Dann halt nicht. Oh, bah, der Deichsel, da kommen sie schon. Ah, 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 ah. La, 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 la. Augenbot. Na, stirbt. Jawohl. Du auch. Bäm, bäm. Bäm. Nachladen, 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 nachladen. Hopp, hopp, hopp. Wo bist denn? Wo ist denn hin? Hallo? Ah, da. Komm her, schau. Buh. Na, ah, ah. Oh, ballert wie es. Hallo. Hallo, hallo. Oh, ich muss da mal so. Und schauen, wie weit geht's. Boah, das haben wir ganz schön radioaktiv verstrahlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh! Siehst du? Gut, dass ich gespeichert habe. Hey, boah, das macht echt Schirrschaden. Ah, da muss ich dir das Scharfschützengewehr nehmen. Ist praktischer. Nur für diesen einen Deppen da. Boah, das macht echt Schirrschaden. Ja, weil auch die Powerrüstung im Arsch ist. Ach, herrje. Ach, herrje, Mini. Also nochmal. Huch, falscher Knopf. So. Miep. Wir machen Roboter kaputt. Wir machen Roboter kaputt. Na, willst du? Danke.
Wir machen Roboter kaputt. La 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 la. Na komm, ja, willst du dich treffen lassen? Du klumpert. Geht ja. Du auch. Boom. Boom. Super, jetzt muss ich nachladen. Scheiße. Ja, so geht's. Aha, halt. So geht's auch. Was, was, was? Was? Ich. Was? Wo kommt der jetzt her? Schnucki, Freund, Kumpel, ich helfe dir. Ist er schon hin? Ist er schon hin? Ist er hin? Nicht schlecht. Ist er jetzt hin oder sofort? Hin. Passt. Da müssen wir da runter. Schnell die Buffen wechseln. Ja, ich mach's wieder so. Mit dem Scharfschützen von und zu Gewehrli. Da wird er schon hinhauen tun. So, langsam. Ich sehe dir. Bäm. Jawohl. So, wieder wechseln. Die Buffen. Auf. Was warst du schnell? Das warst, glaube ich, du da. Ne? Puh. Wieder speichern. Ich glaube, das darf ich. Ich hoffe. Hallo? Da! Bäm, bäm. Scheiße. Boom, boom. Halt. Was? Du? Ach so. Was? Na, 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 hör auf, auf. Aus. Bah. Ich muss auch ganz schnell, ich sehe es gerade, ich brauche was zu essen. Futter. Essen, essen, essen. Essen, essen, ist gut gesagt. Was denn? Knuspriges Eichhörnchen-Geschichtel. Mutagenkeule. Ah, die werde ich gleich verputzen. Dann ist vielleicht auch gleich mal ein bisschen Dingens weg. Und das packe ich mal auf die 8. Ist zwar jetzt nicht der Bombenhill, aber macht nichts. Es wird immer leichter im Gepäck. Halt, die Waffe fehlt. Entschuldigung. Entschuldigung. Das Wichtigste. So. Na, du Watschka. Komm her. Du bist abgeballert. Boom. Watsch, boom. Ja. Yeah. Oh ja, und ich auch. Mm. Was? Kundenanimatronik. Sowas gibt's auch schon? Ja. Hey, ich will das Flaschel haben. Nix. Okay, dann halt nix. Bin ich schon überladen? Hör auf. Das geht ja nicht. Kann ich schon überladen sein. Vielleicht höchstens ins Bein geschossen, aber... Wir sind überladen. Voll wie ein Christbaum. Was gibt's, Boss? Handeln bitte. Ich habe ihm seine Patrönchen weggenommen, sehe ich gerade. Bitte. Du müsse nehmen... Ja, streng gesehen Kleidung kannst haben. Dieses und jenes und das und das und das. Und das und das und... Ja, und das? Na, die Sachen nicht, die brauche ich noch. Ist das mein Helm? Na, 51er Helm, den brauchen wir nicht. Wirklich nicht. Dann natürlich Schrott. Da können wir gleich mal wieder Vollgas drücken, 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 drücken. 3 Jahre später. Ah, er ist voll. Wie ein Christbaum auch. Perfekt. Dann werden wir das gleich mal wieder wegbringen. Na, wenn wir wieder voll sind. Wer? Halt. Wer da? Wer macht da einen Krawall? Niemand. Exit. Wo geht's da hin? Vortec im Sternenhimmel. Schauen wir doch mal rein, oder? Oh. Wahrscheinlich geht's gleich wieder um das Geballer. Ach ja. Alter Schwede, brauchen wir fast 3 Parts. Brauchen wir eigentlich schon 3 Parts? Um allein dieses Gebiet hier zu clearen, das wird ja richtig spaßig. Aber ich will die ganzen Pünktchen gar nicht, also herschenken eigentlich. Habe ich denn eigentlich... Tatsächlich, schau mal. Schaut jetzt echt aus wie in so einer Vault. Informationen erhalten Sie bei einem Verkaufsmitarbeiter, wo Sie sich auch für das Vault-Programm registrieren können. Ist ja nicht wahr. Viel Spaß noch hier in Luca World. Ich werde euch gleich Spaß geben. Steckt mich ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Ja. Was kann da schon passieren? Mhm. Schau mich an. Ich bin sowas.
Ich bin ein Monster. Aus der Wald. Ja. Servus, der hat sich auch mal zum Schlafen hingelegt. Oh, ein Angestelltenschlüssel war das jetzt, glaube ich, da? Da? Scheiße, ich hätte das knacken können. Naja, was soll's. Was haben wir da noch Schönes? Abgenutztes Klemmbrettchen. Ich will das nicht mitnehmen, aber du bist der Boss. Natürlich wird das alles mitgenommen. Jeder Fetzen wird mitgenommen. Verkaufshinweise. Sehr geehrter Voltec-Verkaufsmitarbeiter. Wenn Besucher die Ausstellung Voltec im Sternenhimmel verlassen, ist es ihre Aufgabe, sie beiseite zu nehmen und aus ihnen potenzielle Bewerber zu machen. Im Ernst? Diese Ferkel. Selbst wenn jemand interessiert wirkt, sollten sie nicht außer Acht lassen, dass ein Bewerber meist viele Fragen, aber nur sehr wenig Zeit hat. Wie können Sie sicherstellen, dass Sie darauf vorbereitet sind, ihn schnell und präzise durch den Verkaufsvorgang zu führen? Ganz einfach, null Problemo. Denken Sie an die Einführung und Integrierung. Ja. Hinweise. Sollten Bewerber krank wirken oder sich seltsam verhalten, melden Sie dies bitte umgehend Ihrem Vorgesetzten. Ja, die werden dann nämlich von draußen ganz heimlich beiseite geholt und einfach mal entsorgt. Verzeihung. Wo waren wir? Schritt 1. Die Vorstellung. Grüßen Sie Bewerber zuallererst mit einem herzlichen Handschlag und einem warmen Lächeln. Ja, das gleich ums Herz so wohlig warm wird. Nicht? Ja. Erzählen Sie vielleicht noch einen kleinen, nicht anzüglichen Witz, um für etwas Aufheiterung zu sorgen, ja, bevor es nämlich ernst wird. Oder machen Sie Komplimente über Ihr Aussehen. Das ist bei Damen ganz besonders wirkungsvoll. Fragen Sie sie, ob sie etwas trinken möchten oder bieten Sie ihnen einen Snack an. Ja, für den kleinen Hunger zwischendurch, ne? Finden Sie heraus, wie sie sich fühlen und schätzen Sie ihre Stimmung ein. Vermitteln Sie ihnen den Eindruck, bereits zu Hause zu sein und zur Voltec-Familie zu gehören. Ja, natürlich. Mit warmen Hausschlafen, ein Tässchen Kaffee, selbstgebackenen Plätzchen und solche Dinge. Ja, genau. Studien zeigen, dass der Einstieg mit dieser Methode die Chancen auf einen Verkaufsabschluss um mehr als 28% erhöhen. Also tun Sie das gefälligst, sonst werden Sie gekündigt. Jedenfalls Schritt 2, die Einführung. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Vertrauen gewonnen zu haben, erläutern Sie die Vorteile des Lebens in einem Vault mittels der Informationen aus unserem Paket »Ein besseres Leben im Untergrund«. Sollten Sie immer noch zögern, belästigen Sie sie nicht und wenden Sie auch keine aggressiven Verkaufsmethoden an, denn das wirkt dann irgendwie nicht gut, ja? Also das wirkt sehr negativ auf das ganze Projekt. Unsere Studien zeigen, dass dieser übermäßig aggressive Ansatz, ne, wie jetzt auch schon vorhin gesagt, die Bewerber normalerweise abschreckt und sie nicht mehr gewillt sind, ihnen zuzuhören. Falls Bewerber sich skeptisch sind oder sie etwas möchten Sie sie einen Blick in die Broschüre »Die Geschichte der Strahlungsverbrennung oder Mutationen«, auch Sie können betroffen sein, werfen. Ja, das ist echt, alter Schwede, wenn ich das in so einen Vergnügungspark reingehe und da kommt so einer, dem glaube ich das ja nicht. Hallo, wenn der einer kommt und sagt, ja, du, wir haben da so ein tolles Projekt, ne, wie geht's dir hin und her und möchtest du nicht unterschreiben für einen Bunker, falls doch mal hier in der Umgebung Atomreaktoren etc. mal so zufällig kaputt gehen und das ganze Land verseuchen, möchtest du da nicht 200, 300, 400 Kilometer unter die Erde oder wie auch immer, also nicht wörtlich als bestattet, als beerdigt, sondern lebend und dort dein Dasein fristen mit künstlicher Sachengeschichteln, Energie und Essen für maximal 180 Tage. Ja. Dann sind wir soweit. Schritt 3.
Integrierung. Sie konnten den Bewerber also zu einer Unterschrift bewegen? Ja, gut gemacht. Das gibt sogar einen Euro Bonus. Jetzt ist es an der Zeit, ihn durch den schnellen und einfachen Bewerbungsvorgang zu führen. Holen Sie folgende Formulare aus dem Ordner. Erstens, neue Bewerber. Gesundheitsformular GZ089, Haftungsverzicht TR17, Formular für letzten Willen und Testament LM222, Vereinbarung über Voltec, Staatsbürgerschaft TB104, Rechnung für Organspenden XM003, psychologische Überprüfung HW660, Vereinbarung über die Durchführung intimer Beziehungen, KY269, Satzung über Rechtewiderruf, PLK 575 und das Formular zur Familiengeschichte FQ5010. Diese werden jeweils in fünffacher Ausfertigung benötigt und spätestens dann weißt du, ja, du hast Scheiße gebaut mit der Unterschrift. Legen Sie das hellgelbe Exemplar, hellgelb, überhaupt nicht sonderbar die Farbe, in die Ablage. Firma, das Zitronen, es gibt Zitronengelb, hellgelb, Zitronengelb. Ja, ja. Wurscht, das zitronengelbe Exemplar in die Ablage lokal, das Kanariengelb, aha, sowas gibt's, Exemplar in die Ablage Gesundheit, das goldfarbene Exemplar in die Ablage Versicherung und händigen Sie dem Bewerber das gelbe Exemplar aus. Ich will gar nicht wissen, wie oft das Scheiße passiert ist. Legen Sie die Exemplare nicht in die falschen Ablagen, da der Vorgang sonst wiederholt werden muss. Alter, das, dass du die Formulare ausfüllen musst und willst und sollst. Alter, ich denke mal, es ist 14 Uhr, sagen wir 16 Uhr nachmittags oder 18 Uhr nachmittags abends. Du willst nach Hause gehen, stehst dann noch mindestens 10 Stunden, bis du die Formulare fertig hast. Ist ja episch. Ist ja der Wahnsinn, ey. Sehr unglaublich. Aber so kannst du sagen, was du willst, die sind abgesichert. Ein Agentenschlüssel? Agentenschlüssel? Wirklich? Ja, okay. Habe ich richtig gelesen? Ich hoffe. Ich habe zu schnell geklickt und ja. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, echt. Ah. Fein, dann gehen wir noch hier hin. Die Schiebetür. Hallo. Bah. Alter. Alter. Voll verdrückt. Hallo. 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 Alter. 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 Mein Arm ist komplett hin. Ich schaue wahrscheinlich aus wie ein zerrissener Batschen. Nämlich noch super klasse die... Was? Hör auf zu piepen. Nehme ich auch noch super klasse die falsche Ausrüstung an, Waffe an. Ich, ja, die wollte ich eigentlich. Das geht einfacher, leichter, klasser, Kamotta und was weiß ich noch alles. Du Dreckswarm von Novatron. Echt? Schaut aus wie eine Frau. Nach dem Aggressionsstatus zu schließen, ist es definitiv eine Frau. Da ist, besteht überhaupt kein Zweifel. Bist du ein freundlicher Kotzi? Jetzt nimmer. Empfangspersonal. Was haben wir da? Nichts sonst. So ein Kindermobile, ne? Was? Miep? Hör auf zu mieben. Ich muss mal Licht machen, Entschuldigung. So. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsuite, ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Was? Der ist gutmütig, ich weiß es nicht. Der fliegt einmal zumindest weg. Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Alter, da wären wir nie fertig. Du hast dir
lang. Gucken, dass das erledigt ist. Kotzi! Da, so, 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 ja, ja, ja. Hallo. Ich will niemandem was Böses, eigentlich. Und ich will eigentlich niemanden erschießen, außer es muss... Ui, 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 Fusionskern. Halt. Was? Ich baller nicht jetzt auf den Kern darum. Ich sehe gar nichts. Wow! Jede Herausforderung trotzdem an. Ein spannendes neues Abenteuer. Na, jetzt stirbe ich schon wieder. Da kennst du dich nicht aus. Wo ist denn der ein. Wo ist jetzt der Dings hin? Scheiße, ich bin wieder gestorben. Mist, ich hab nicht gespeichert. Ja, natürlich bin ich jetzt da, ne? Scheißendreck. Oh, ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Boah, hab ich ein Schwein. Ich hab das gewusst. Ich hab das gewusst. Selbstverständlich. Das habe ich so einkalkuliert. Jawohl. Ist das glaubwürdig? Ja, natürlich ist das glaubwürdig. Selbstverständlich ist das glaubwürdig. Was anderes habt ihr niemals von mir erwartet. Alter. Ich werde... So viele Türen. Halt. Wie? Was? So? Nein. So? Hallo? Meisterschloss. Ja, schon klar, aber... Aha. Aha. So vielleicht? Nein. Dann eher so. Ja. Geschafft. Ja, geschafft. Hallo? Okay, hier ist alles hin. Entschuldigung, falscher Knopf. Ich wollte Licht machen. So. Weil da ist echt schon Darkroom, schon bald. So, den Starkhörn. Nehmen wir gerne mit. Starkhörn. Ich wollte heute Nacht sowieso nicht schlafen. Ah, wegen Licht oder was? Cool. Ich leuchte damit schon nicht ins Gesicht. Meistens halt. Hoffen wir's. Da ist nochmal so eine Dings. Hier haben wir noch einen schönen, wunderbaren Stift. Sind wir hier fertig? Ja, schaut nicht so schlecht aus. Da wohl nichts vergessen. Da, oh doch, da den Eimer, ne? Siehste, den Eimer schon wieder fast vergessen. Und einen tollen Ordner. Den brauchen wir, damit ich meine Sterbeberichte da notieren kann. Was haben wir hier? Tagesbeobachtung 09HJ900. Die Technik hat die Frequenz auf den Ermittlern der unterschwelligen Botschaften gestern ein wenig erhöht und wird versuchen, die Auswirkungen zu ermitteln. Ehrlich gesagt kann ich keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Wir verwenden die Holoband-Botschaften der Stufe Blau. Einfache Sachen wie nimm deinen Hut ab. Es juckt dich an der Nase. Zwinkere ein paar Mal mit den Augen und ähnliches. Bitte was? Die Frequenzeinstellung, würde ich schon sagen, Entschuldigung, die Frequenzsteigerung sollte das Spektrum erweitern und mehr Personen erfassen, aber seit 6 Stunden hat sich an der Anzahl nichts verändert. Gar nichts. Morgen probiere ich vielleicht die Holobänder Stufe Orange aus. Tagesbeobachtung 09HJ907. Die Holoband-Botschaften der Stufe Orange waren der Schlüssel. Yay! Je besorgter das Subjekt auf die Botschaft reagiert, desto auffälliger ist es für die ausgestrahlte Frequenz. Das ergibt für mich keinen Sinn. Na, ich komme da auch nicht gerade mit, aber ist wurscht. Aber Dr. Petman scheint anzunehmen, dass es etwas mit der Neigung des Subjektes zu tun hat, zu kämpfen oder zu fliehen. Bei einer Botschaft niedriger Stufe stellt sich die Frage des Kämpfers, des Kämpfens oder Fliehens nicht. Es werden also keine chemischen Stoffe im Körper freigesetzt, wie zum Beispiel Adrenalin. Der Ton, den wir mit Botschaften des Emitters spielen, bewirkt die Freisetzung von Endorphinen. Dr. Petman ist der Meinung, dass die gleichzeitige Freisetzung von Endorphinen und Adrenalin einen chemischen Effekt bewirken, der das Subjekt dazu bringt, unbewusst mehr zu wollen, beinahe wie bei Drogensüchtigen. Faszinierend. Ja.
Tagesbeobachtung 09HJ910. Ich bin heute mit Stufe Orange ein wenig zu weit gegangen. Upsi. Ich bin mir sicher, dass die Botschaft "Schubse den Besucher vor dir" bis zu der Frau durchgedrungen ist. Und sie hat ja genau das getan. Nur leider war die geschubste Frau ziemlich nachtragend und fing eine Prügelei an. Super! Wir Frauen werden da wieder in ein tolles Licht gerückt. Ah ja, wenn es doch nicht so stimmen wird, nicht? Ich musste den Alarm auslösen und die Sicherheitsleute haben die beiden dann entfernt. Dr. Batman wies mich an, vorerst mit Stufe Blau weiterzumachen, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Das wird höchstens ein paar Tage dauern. Ich bin ehrlich gesagt froh über den Wechsel. Stufe Orange macht mir irgendwie Angst. Und noch mehr Angst macht mir, dass es sogar noch Holobänder der Stufe Rot gibt. Oh, oh, oh. Ich habe sie noch nie verwendet und hoffe, dass es auch nie dazu kommen wird. Ist sehr episch. Tagesbeobachtung H9, 09HJ915. Ich bin jetzt seit fast einer Woche auf Stufe Blau und ehrlich gesagt wird es allmählich langweilig. Ja. Ich habe beschlossen, für eine Weile das Holoband Stufe Orange einzulegen und abzuwarten, was passiert. Daraufhin erlebte ich die mit Abstand erfolgreichste Stunde der Woche. Es gab diesmal zwar keine Schlägerei, aber ich habe einen Typ dazu gebracht, die Nuka-Cola eines anderen zu trinken, eine Frau einem Mann den Geldbeutel aus der Tasche klauen zu lassen, einem Kerl eingeredet, dass er sich in die Hose machen muss. Bitte was? Das ist einfach fantastisch. Ich schicke dieses Band und die verwendete Frequenz zum Hauptquartier, damit es dort weiter untersucht werden kann. Bitte was? Das ist ja unglaublich. Ey, hallo. Also, ihr habt es gerade mitbekommen. Falls ihr irgendwann mal einen armen Kerl oder eine Dame, wie auch immer, mal vor euch habt und seht, die sich gerade ins Höschen macht, dann sind die hier schuld. So. Drück nicht auf so viele Tasten. Wer weiß, was passiert. Ich kann mir allerhöchstens den Finger verstauchen, aber sonst geht's mir gut. Ja, gut. Trotz meinem Fail wieder mal vorhin, sorry dafür, da ist eine Zahnpasta auf dem Schreibtisch. Ah, die macht Fitnessübungen, auch nicht schlecht. Nein. Gut, bis auf meinen Fail ist es ja wieder gut gelaufen, muss ich sagen. Wir haben bald wieder alles voll mit Schrott, werden dann ja uns hier weiter fortbewegen, das Ganze untersuchen und ich werde auf jeden Fall wieder rauslaufen und unsere Taschen leeren und ich hoffe, dass mich diesmal keiner anquatschen wird und keiner was von mir möchte, damit ich endlich unsere Bauerrüstung reparieren kann. Das mache ich nebenbei. Und wir sehen dann uns im nächsten Part hier einfach wieder. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!